Ich dachte ja immer, Namenslisten von Menschen mit falscher Gesinnung zu führen, wäre so ein Rechtsaußending. Doch da hat mich der Twitter-User Sadan Kofifi eines Besseren belehrt. Er hat nämlich vor kurzem das wunderbare Dokument mit dem neutralen Titel Von Volksverhetzern, Mittätern und Trittbrettfahrern zur Shuyoka-Thematik veröffentlicht. Anbei eine Liste von hunderten Menschen, die zur Shuyoka-Thematik eine falsche Meinung hatten. Und wie könnte es auch nicht anders sein, ich bin natürlich mit auf dieser Liste. Heute wollen wir uns jetzt einmal diese sehr neutrale Aufarbeitung des Beefs anschauen und herausfinden, wer neben mir noch so alles auf dieser Liste steht. Der Text beginnt mit einer sehr objektiven Einschätzung zum gesamten Beef. Und da ich jetzt wirklich keine Lust habe, euch das komplett vorzulesen, zeige ich euch einmal das Fazit davon, damit ihr den Grundton so ein bisschen erkennen könnt. Eine Hasskampagne ist etwas anderes als ein Beef zwischen Person X und Person Y, nur mal so als Hint. Die Hasskampagne lief zu diesem Zeitpunkt bereits über ein Jahr und hatte massiven Einfluss auf ihr Leben und ihre Gesundheit genommen. Okay, ich schätze mal, nach diesem kurzen Ausschnitt könnt ihr jetzt schon ungefähr einschätzen, wie neutral und objektiv dieser Text wirklich gehalten ist. Ich erspare uns da jetzt mal weitere Auszüge, aber was wir uns anschauen, ist die Methode, nach der die Menschen, die später auf dieser Liste stehen, ermittelt wurden. Denn das ist tatsächlich ziemlich interessant. Im Zeitraum zwischen Dezember 2023 bis April 2024 wurden über 500 X-Accounts untersucht, die durch böswillige Kommentare gegenüber Shuyoka bzw. durch vorsätzliches oder äußerst fahrlässiges Reproduzieren von Lügen über sie aufgefallen sind. Schön wäre es jetzt auch, wenn man hier mal zeigen würde, was denn so Lügen sind, die über Shuyoka verbreitet wurden. Da ich nämlich auch auf der Liste stehe, kann ich davon ausgehen, dass ich mindestens eine Lüge über Shuyoka verbreitet habe. Und wenn das so wäre, würde ich diesen Tweet sehr gerne löschen und das richtigstellen. Allerdings habe ich absolut keine Ahnung, was das sein soll, da ja hier mal wieder nichts aufgeführt ist, sondern das jetzt erstmal so als leere Behauptung im Raum steht. Weiter geht der Text mit: Die Spannbreite der Böswilligkeit reicht hierbei von übelster, abscheulicher Hetze bis hin zu eher weniger problematischen Beleidigungen. Und mal wieder wird hier nicht angegeben, in welcher Kategorie man sich jetzt hier befindet. Denn ich kann nicht abschätzen, ob ich jetzt nur weniger problematische Beleidigungen gegen sie rausgehauen habe oder tatsächlich übelste, abscheuliche Hetze, was zugegebenermaßen ein wenig cooler klingt. Aber letztendlich gibt es nochmal andere Kategorien, in die die Menschen eingeteilt werden. Und hierbei hat sich Kofifi wirklich kreative Namen ausgedacht. Da gibt es einmal die YouTube-Hetzmischpoke. Was auch immer das für ein Wort ist, Hetzmischpoke, habe ich persönlich noch nie gehört, aber Props für die Kreativität. Weiterhin gibt es noch die Kategorie YouTube-Hater, rechte Hater, logisch, weil Hater auf YouTube nicht recht sein können, nervige Kinder, die Überlinken, die radikal-konservativen und sonstige Hater und Schwurbler. Und um ehrlich zu sein, hätte es mich ja jetzt wirklich interessiert, in welche Kategorie ich hier einsortiert werde, da ich ja auf der Liste stehe, Platz 141, aber hier wird gar nicht aufgeführt, wer sich in welcher Kategorie befindet. Ich selber kann nicht wirklich einschätzen, wo ich hier gelandet wäre. Entweder bin ich ein nerviges Kind oder ein radikal-konservativer. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Lasst auch gerne, wenn ihr schon dabei seid, ein Like und ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Aber wer steht denn sonst noch alles so auf der Liste? Neben den offensichtlichen Kandidaten wie KuchenTV, Montana Black, Nemesis, Tobias Huch, auch einige, die man vielleicht weniger dort erwartet hätte. Wie zum Beispiel Young Feldsalat. Obwohl dieser ja wirklich ziemlich tief in der Vogue-Bubble angesiedelt ist, hat er ein Video gegen Shuyoka gemacht, da diese öffentlich Falschaussagen zum Chatverlauf zwischen ihr und ihm getroffen hat und er das klarstellen wollte. Oder auch ein Hand of Blood, der in einem Spiegel-Interview es tatsächlich gewagt hat zu sagen, dass Shuyoka auch schon Fehler gemacht hat, ist auch auf dieser Liste. Ja, so schnell ist man dann Shuyoka-Hater. Und für beides auch eine Blockierempfehlung ausgesprochen wurden, da die gelb angestrichenen Accounts diese sind, für welche Kofifi eben empfiehlt, dass man sie blockieren soll. Obwohl Young Feldsalat und Hand of Blood ja kein Content zu Shuyoka auf Twitter bringen, beziehungsweise überhaupt kein Content mehr zu ihr bringen. Ja, die hatten eine kleine Auseinandersetzung, aber das ist mittlerweile komplett vorbei und die machen da jetzt nicht irgendwie aktiv Content raus oder so. Auf der Liste stehen auch noch ein paar Leute aus meinem Umfeld, zum Beispiel Real Talk ist Sus, Gonzo oder Hati Lucy.
wäre schon fast peinlich, wenn man nicht auf dieser Liste stehen würde. Also, dieser Text ist absolut undifferenziert und einseitig geschrieben, zugunsten von Shuyoka. Macht jetzt aber bitte trotzdem nicht den Fehler, ihr dafür irgendwie die Schuld zu geben, da sie in einer Instagram-Story dazu bereits das hier gesagt hat. Und die Person, die es über meinen Kopf hinweg veröffentlicht hat, der ich auch geschrieben habe, dass mich das nervt, gibt mir jetzt eine Mitschuld daran, weil ich hätte ja Zeit finden müssen, klar Nein zu sagen. Ich habe ganz klar geschrieben, dass ich ein paar Tage Zeit brauche und dann nicht mehr geantwortet, weil ich nicht dazu gekommen bin. Und die klassische Antwort von irgendwelchen Dudes im Internet ist, ja, da bist du aber selber schuld, wenn du dir nicht die Zeit genommen hast, innerhalb von 7 Tagen dann noch einmal zu antworten. Ja, du hast es damit geschafft, dass du so absurde Argumente genutzt hast, dass sich sogar Shuyoka von dir distanziert hat. Ist auch erst meine Leistung. Letztendlich wird es trotzdem negativ auf Shuyoka zurückfallen, da es eben sehr positiv für sie geschrieben ist und dieser Text halt im Endeffekt super undifferenziert, nicht begründet und sinnlos ist. Wo wir hier gerade die ganze Zeit schon bei Twitter sind, wollte ich euch eine Sache auf jeden Fall noch zeigen. Denn ich hatte eine wirklich sehr unterhaltsame Auseinandersetzung mit einem Twitter-User namens Martin Lehmann, der nach einer kurzen Konversation unter einem Tweet von mir Folgendes geäußert hat. Der Kontext hiervon war, dass er unter einen Tweet von mir geschrieben hatte, in dem ich gemeint habe, dass es auch Rassismus gegen Weiße geben kann, dass ich immer nur Linke kritisiere und mich daher nicht politisch in der Mitte sehen darf. Daraufhin gab es eine kurze Konversation zwischen uns und irgendwann schrieb er, du folgst Nazis. Oh, welchem Nazi folge ich denn? Denn wenn ich wirklich einem Nazi folge, möchte ich auf jeden Fall wissen, wer das ist, um ihm entfolgen zu können. Ja, ich folge auf Twitter einigen rechten und auch rechtsaußenstehenden Accounts, was nicht heißt, dass ich deren Ideologie teile. Ich folge auf Twitter auch Kürcho oder auf Instagram Shuyoka. Manchmal möchte ich mich einfach zu Personen informieren und ich folge denen dann halt, um mehr von ihnen angezeigt zu bekommen. Aber bei einem Nazi würde ich das auf jeden Fall nicht wollen. Aber welchem Nazi folge ich nun? Martin Lehmann schreibt, du denkst wirklich, dass du schlau bist? Also eine direkte Antwort auf meine Frage war es jetzt nicht. Mach dich nicht lächerlich. Welchem Nazi folge ich? Okay. Welchem Nazi folge ich? So schnell über den linken Daumen gepeilt, 20. Wer? Wer nicht? Ja genau, man muss nämlich erstmal beweisen, dass man kein Nazi ist, anstatt zu beweisen, dass jemand ein Nazi ist. Logisch. Du hast die Behauptung aufgestellt, also musst du sagen, wer? Als ich seinen ursprünglichen Tweet dann noch einmal zitiert habe mit der Frage, welchem Nazi ich nun folge, hat er mich blockiert. Also Martin Lehmann hat das Konzept der Beweisschuld auf jeden Fall sehr gut verstanden. Schreibt eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns im nächsten wieder.